Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Ihr habt mich gefragt, ob ich kann ein bisschen mehr Rezepte mit den Heißluftfritteuse reinstellen. Und jetzt bin ich auf so ein Experimentwelle und versuche mal was Neues ausprobieren mit meiner Heißluftfritteuse. Und heute habe ich gefüllte Paprika gemacht, aber ich habe die auch noch in Blätterteig angewickelt. Schaut, sind wie Hörnchen, obwohl es ist einfach Paprika angewickelt. Und so sieht es aus. Es ist so saftig, so lecker sieht es aus und schmeckt auch lecker. Kann man mit unterschiedlichen Füllungen machen. Und euch zeige ich heute nur einfach Beispiel mit zwei Füllungen. Einmal mit Hackfleisch und einmal mit den Pilzen. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute es ausprobiert, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß und danach einen guten Appetit. Ich möchte heute Spitzpaprika füllen. Und wie ihr wisst, Spitzpaprika ist sehr wenig Platz da und die ist richtig so schön knackig. Und wenn ich jetzt die aufschneide zum Füllen, wird sie mir platzen. Deswegen muss ich die erstmal so weicher machen, dass mit ihr dann besser zu arbeiten könnte. Eventuell, ihr könnt ganz normale Paprikaschoten nehmen, einfach auf die Hälfte aufschneiden und jede Hälfte einfach füllen und überbacken. Ich habe jetzt Spitzpaprika zu Hause und möchte die füllen, aber nicht nur füllen, ich möchte die sogar auch in Blätterteig einwickeln und das werde ich euch heute zeigen und wir werden heute mal was Neues ausprobieren mit unserer Heißluftfritteuse. Erstmal werde ich die Paprika etwas weicher machen, aber nicht mit heißem Wasser sehr lange aufweichen lassen und so weiter, sondern machen wir mit der Heißluftfritteuse. Und deswegen nehme ich jetzt die Programm Heißluftfritteuse, aber natürlich nicht 10 Minuten, 3 Minuten wird uns voll reichen. Gehe ich auf die 3 und starten. So, 3 Minuten sind vorbei, machen wir jetzt aus und schauen wir nach unserer Paprika. Die fühlt sie sich noch fest etwas, aber wir lassen die einfach abkühlen. Das reicht 3 Minuten, ich habe schon mal getestet. Machen wir unsere Heißluftfritteuse erstmal aus und schieben wir an die Seite. Und so wie gesagt, es kann man unterschiedliche Füllungen machen. Es kann man einfach zum Beispiel nur Käse und ein bisschen Schnittlauch, dazu Ei wird angerührt, dass mal ein bisschen Masse zusammenhält und das einfach überbacken. Oder kann man auch die Couscous, Buchweizen, Reis, alles Mögliche kann man auch noch einmischen. Ich habe noch angebraten die Pilze, braune Pilze und ein bisschen gehackt. Das habe ich einfach zwei kleine Würstchen ausgedrückt und angebraten. Dann brauchen wir noch zwei Eier. Wenn ihr ohne Teig macht, dann reicht auch ein Ei. Ich möchte gerne die einwickeln in den Blätterteig, deswegen brauche ich ein Eigelb und den Eiweiß geht dann einfach in die Mischung zu dem Käse. Dann habe ich noch hier den Frühlingszwiebel, den werde ich auch ziemlich fein schneiden. Und natürlich kann man auch Petersilie nehmen, Dill, Schnittlauch. Unterschiedliche Kräuter kann man hier dazu fügen. So nach Lust und Laune und nach Geschmack natürlich. So, und jetzt schauen wir nach unserer Paprika. Die ist natürlich noch heiß, aber die ist schon weicher geworden. Da kann man mit ihr schöner arbeiten. Dann werde ich so einfach aufschneiden. Die ist heiß. Und wir müssen noch die Kerne rausnehmen. Und das ist am einfachsten mit dem Löffel. So, nehme die Schälchen, weil es wird auch hier Flüssigkeit. Das geht wirklich sehr, sehr einfach auskratzen. Nun ist was heiß. Kann man ein paar Minuten noch warten. So, es zieht sich richtig schön alles auf. Und dann haben wir schön saubere Paprika. Die werde ich erstmal auf den Teller legen und mache die erstmal alle fertig. Zuerst mische ich jetzt
die Käse zusammen, weil ich möchte gerne Pilze und Gehacktes getrennt haben, weil mein Mann isst keine Pilze und deswegen mache ich ihn für ihn mit Gehacktes. Nehme ich jetzt Gouda geriebene, dann dazu kommt noch Feta-Käse, Schnittlauch und dann würzen wir das auch noch mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver oder Chili oder Cayenne-Pfeffer. Nicht zu viel Salz, weil der Käse ist sowieso salzig. Pfeffer und in meinem Fall Chili mit Cayenne-Pfeffer gemixt. Gebe dazu noch mal kurz umrühren. Und gebe dazu jetzt Eier. Ein Eigelb mache ich mir aber an die Seite. Es reicht bestimmt sogar nur halbe. So viel ist das nicht. Ich werde ein bisschen abmachen. So viel reicht uns. Und werde es auch wieder alles gut verrühren. Das Ganze teile ich jetzt auf zwei Teile. Und in einer gebe ich jetzt angebratene Würstchen Hackfleisch. Und in der anderen dann die Pilze. Auch gut verrühren. Und ich gebe noch ein bisschen aufgeweichte den Couscous. Gebe hier, aber gebe auch hier ein bisschen. Das kann man natürlich weglassen. Umrühren. Und unsere Füllung ist jetzt fertig. So, liebe Freunde, und wenn bei euch zum Beispiel von der Füllung wird was übrig bleiben, dann macht euch keine Sorge. Es kann man mit dem Fladenbrot das machen, einfach so eine Umschläge machen und anbraten. Kann man sogar auf so ein zum Beispiel vorgestern Brot, will keiner essen, einfach aufs Brot machen und überbacken. Wirklich nicht schlimm, absolut nicht. So ungefähr so wie eine kleine Pizza machen. Und jetzt füllen wir unsere Paprikas. Stelle erstmal an die Seite und werde erstmal den Blätterteig ausrollen. Ich weiß nicht, ob das mir für alle Paprikas reicht, aber so wie viel es reicht. Schneide ich jetzt auf so eine schmalere, so ungefähr 1 cm Streifchen oder 1,5 cm. Und werde ich jetzt die Paprika füllen und gleich in den Kopf von Heißluftfritteuse reinmachen, dass ihr alles besser seht. So, nehmen wir eine und fülle ich jetzt die mit dem Hack. Richtig schön voll. Was ihr könnt natürlich noch machen, dann ist, dass die Paprikas innen drin ein bisschen würzen, weil dann kann passieren, dass die ist so süßlich. Aber bei so viel Käse vielleicht wird das auch nicht. So, und dann nehmen wir eine so eine Streife und werden wir unsere Paprika umwickeln. So wie kleine Mummies. So, das reicht einem nicht. Bis es ein bisschen überlappt. So, mache einfach hier auch ein bisschen zu. So, und bevor wir jetzt die Paprika reinlegen, werden wir noch Gitter ein bisschen mit Öl bestreichen, dass es nicht so dran klebt. Nur ein bisschen, wirklich. Nur einmal Pinselchen rein, das reicht da schon. Und legen wir dann rein. So, und so werden wir die alle füllen. Und dadurch, dass wir unsere Paprika schön weich gemacht, kann man die schön füllen. Da platzt sie nicht, geht nicht kaputt. So ein bisschen dehnt sich, kann man schön viel füllen. Immer auch ein bisschen so zusammendrücken und dann geht es los zum Wickeln. Sonst kann man die auch einfach so braten, ohne Blätterteig. Aber ich hatte jetzt im Kühlschrank Blätterteig und dachte, das mache ich jetzt weg. So. Fühle die erstmal alle fertig und dann sehen wir uns wieder. So, meine Paprika habe ich jetzt fertig gemacht, angewickelt. Es sind jetzt nur 5 Stück hier reinbekommen, aber es ist
für uns reicht. Von der Füllung ist es noch ein bisschen übrig geblieben. Oder ich mache morgen nochmal und mische noch was dazu. Oder werde ich einfach mal was anderes aus diesen Resten machen. Das zum Beispiel mit den Pilzen kann man auch so essen wie ein Salat. Sehr, sehr lecker. Und jetzt noch bestreichen wir den Teig, wie es sich gehört, mit dem halben Eigelb. Gebe nur so ein Teelöffelchen Milch. Verrühren. Und dann bestreichen. So, halber Eigelb uns voll gereicht. Ich bestreiche noch ein bisschen mit Sesamsamen und geht jetzt in die Heißluftfritteuse. Wenn ihr es ohne Teig macht, dann reicht es auch 10 Minuten. Mit dem Teig denke ich, dass ich ein paar Minuten muss ich länger machen. Und deswegen werde ich jetzt Heißluft-Lassen-Programm mit den Hitze gehe ich runter auf 170 und hier nehme ich vielleicht so 15 Minuten. Kann man aber nach 10 Minuten einfach stoppen und reingucken, wie es aussieht. Und dann kann man dann entscheiden, ob das weitermacht, noch diese 5 Minuten oder nur reicht 2-3 Minuten. So, jetzt starten wir erstmal und dann schauen wir, was wir bekommen. So, es sind jetzt 10 Minuten vergangen, noch 5 Minuten, aber wir gucken schnell rein. Machen wir Pausiere, kurz rein. Wow, das sieht aber toll aus. Und ich glaube, ich muss nicht volle 5 Minuten machen. Mache nur 2 Minuten vielleicht und dass es nichts verbrennt. Schaut ihr lieber, Freunde, nach eurem eigenen Geschmack. Und vergisst nicht, wenn jedes Mal wir haben das aufgemacht haben, die Heißluftfritteuse muss wieder sich hochzukommen. Das sind ja auch schon ein paar Sekunden, was dafür braucht sie. Es hört man sogar an dem Geräusch von der Fritteuse. Wenn wir zumachen, es geht leiser und dann merkt man es, das wird es lauter, dann ist die auf die volle Stärke. Fertig, aus. Und schaut rein. Wow, 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 wow. Schaut, wie toll sieht das aus. Und so sieht es aus. Es sieht wirklich herrlich. Jetzt brauchen wir nur einen rausnehmen. Ich würde sogar ein paar Minütchen ruhen lassen. So, rausnehmen und etwas auf dem Teller ruhen lassen, dass es nicht so heiß ist. Aber es sieht schon sehr appetitlich, toll, durch das jetzt beim Blätterteig, es läuft nicht raus, sieht echt herrlich aus. Jetzt müssen wir nur testen, wie ist das im Geschmack. So, meine Lieben, und jetzt schneiden wir es Stückchen ab und schauen wir, was wir heute gezaubert haben. So, ich nehme in die Hand. Wow, das ist richtig saftig. Schaut, meine Lieben, richtig schön saftig, lecker. So, meine Lieben, ich hoffe, es wird euch dieses Rezept gefallen und einer oder die andere wird das ausprobieren mit der Heißluftfritteuse. Wirklich, in Heißluftfritteuse kann man alles so machen, fast wie im Backofen, aber viel schneller und mit weniger Temperatur und Zeit. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Einen guten Appetit wünsche ich euch danach. Ich freue mich über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!